Oh fuck. Ach, Ding ist gut. Willkommen zu einem Video, und zwar zum Video, bei dem ich sagte, dass ich das Video mache. Und zwar Project Wheels. Das Spiel beinhaltet einfach nur eine Map, wo ihr frei rumfahren könnt, und Autos, womit ihr rumfahren könnt. Und dieses Spiel ist noch mitten in der Entwicklung, das heißt, es gibt noch nicht wirklich viel. Also, es gibt jetzt wirklich nur Autos, wo man kann rumfahren. Aber das ist nicht das Einzige. Das Spiel hat irgendwie wirklich irgendwie fast täglich mal Updates gekriegt und alles. Und der Macher des Spiels ist jetzt in einem kurzen Urlaub, ist aber auch schon bald wieder raus. Er hat vor 10 Tagen oder so den Urlaub gestartet und hat vor, einen Map-Editor hier einzufügen. Und das finde ich geil. Ja, und das Spiel verlinke ich in der Videobeschreibung. Wenn nicht, dann schlage ich mich selber ins Gesicht. Also, ja, und... Jo, was kann das Spiel alles so? Ja, es gibt Autos, mit denen ihr rumfahren könnt und mit denen ihr umgehende Wand klatschen könnt. Und wie ihr perfekt landen könnt. Und wenn ihr C drückt, könnt ihr so eine Freiansichtkamera machen und euer Auto anglupschen. Keine Sorge, ihr müsst nichts drücken, um die Ansicht dann zu drehen. Das macht er dann automatisch. Also ja, mit C. Jedes Auto hat 2 Perspektiven, bis auf das letzte, was ich euch zeigen werde. Und... seht ihr das hier? Das hier war früher meine Lackierwerkstatt, aber durch Updates lackiert ihr nicht mehr. Also dadurch habt ihr einfach random irgendwelche Farben gekriegt. Wenn ihr jetzt Escape drückt, bekommt ihr diese Leiste und geht einfach auf Change Color, da könnt ihr hier jetzt die Farbe ändern, wie ihr sehen könnt. Ich gebe das Auto jetzt mal ein... ja, richtig schön Vogelgelb. Und dann könnt ihr halt rumfahren. Und ja, genau. Hier unten steht Enter Your Name. Wenn du da hier deinen Namen angibst, kannst du... Wenn ihr jetzt guckt... Da unten ist mein Name am Nummerschild. Oh, wie cool. Und da gibt es doch so einen kleinen Bug. Wenn ihr die Bugs, den Namen eingibt, haben die Tasten noch ihre Funktion. Also während ich den Namen eingegeben habe und das enthält ein C, hat sich die Kamera geändert. Ich glaube, das wird bald rausgenommen. Ist aber nicht der einzige Bug. Es gibt noch ein Beispiel, einen Bug mit einem anderen Autos, die ich euch gleich zeigen werde. Und dann kläre ich den Bug auf. Und jetzt machen wir erstmal schon einen Abflusssprung für dieses Auto und... Und landen auf... Dach! Okay. Der Fahrer ist tot. Der Fahrer hat keinen Kopf mehr. Wir sehen uns in einer Sekunde. Und die Sekunde ist vorbei. Und ja, das zweite Auto ist ein Monster Truck. Also, das Auto ist einfach ein Monster Truck. Was das machen kann, werdet ihr wohl wissen, aber es gibt keine anderen Autos, die ihr spawnen könnt, bis jetzt. Aber das Coole ist, das Spiel ist doch in so einer frühen Phase, hat aber einen Multiplayer-Modus, der momentan leider sehr verbuggt ist. Aber ich glaube, durch den Map-Editor-Update wird vielleicht der Bug weggemacht. Also Multiplayer geht momentan gar nichts. Also wenn du reingehst, passiert gar nichts. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich fand mich mal einmal wirklich im Multiplayer drin, also mit jemand anderen an. Ich habe eigentlich Bock, die Maps von anderen zu sehen oder selber eine zu machen, weil ich bin ja so ein Kreativling. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das Auto ist, um andere Gegner platt zu fahren. Ach ja, das Ding hier ist... ich bin drin vorbeigefahren. Das Ding hier ist entweder glitchy oder nicht glitchy. Es lässt dich entweder durch den Boden fallen oder es schleudert dich in die Luft. Ja, cool, ne? Ja, im Blick, so. Ach ja, genau. Ich dachte immer, dass es dieses fette Schild solid ist, aber nein. Wenn man es anfährt, kann man es umschmeißen. Oh, habe ich jetzt eine schöne Rampe? Nein, habe ich nicht, okay. Genau, die Plattform, gegen die ich oben am Anfang gegengeknallt bin. Diese Plattform, ja, darauf ist etwas. Das werde ich euch dann, jetzt bin ich ein anderes Auto zeigen. Und das andere Auto ist ein LKW. Ihr habt ein fetter LKW. Und dieses Auto besitzt den Bug, den ich sagte, dass er hätte. Und zwar kann man keine Coins aufsammeln. Versuch, was du willst. Du fährst immer durch diese Coins hindurch. Und wumm.
Ärzte sind, ich bin genau durchgefahren, es ist nichts passiert. Und es war vermutlich eine schlechte Idee, mit einem LKW jetzt da hochzufahren und ja. Ihr wisst wohl, worauf ich hinaus will. Ich werde es auch mal versuchen. Genau, für die, die es wissen wollen, mit X kann man sich zurücksetzen auf der Position, in der du bist, und mit Z resettest du dich auf den Anfang zurück. Ja. Aber warum soll ich das sagen? Es gibt da Tipps, die am Anfang oft auftauchen, also. Ja. Übrigens, ja, ich hab. Ach nein, habe ich nicht gesagt, okay. Ich hatte nämlich vor einer Aufnahme, aber leider ging da Sachen schief. Also ich werde dieses Spiel auf jeden Fall verlinken, denn ich empfehle es wirklich sehr. Es ist ein cooles Spiel für diese frühe Phase und ich kann es einfach nur weiterempfehlen. Vor allem, wenn man dann online spielen kann, weil das mag ich am meisten. Und was es mit den Coins auf sich hat? Mit den Coins könnt ihr euch entweder Nitro kaufen oder ihr spart die, um, wenn ihr auf den Store geht, sie hier einzutragen. Und hier ist dann so ein Leaderboard, da könnt ihr halt sehen, wie viele Coins ihr habt. Ich momentan bin auf dem zweiten. Ich war vorhin noch auf dem ersten, aber da hat mich jemand überholt. Der Macher des Spiels heißt übrigens Wutzins. Und soviel ich weiß, ist er ebenfalls hier in der Liste. Na gut, wahrscheinlich nicht mehr auf der ersten Seite, aber. Kann ich vielleicht, könnt ihr bei Game Jolt sehen, das habe ich. Das Spiel habe ich verlinkt, da müsst ihr einfach irgendwie aufs Große, keine Ahnung, um ihn zu gehen. Ja, ich glaube, ich kaufe mir einfach mal. Nee, lieber nicht. Vielleicht mit dem nächsten Auto, was mein Lieblingsauto ist, weil. Ach komm, das werdet ihr jetzt sehen. Au. Hier ist auch ein Chance bei der übrigens. Und hier sind wir bei dem vierten Fahrzeug. Mein persönlicher Liebling, der Sedan. Der Grund, wieso ich dieses Auto am meisten mag, liegt einfach daran, dass das einzige Auto ist, was auch Teile verlieren kann. Also, ich glaube, jedes Auto kann ein Nummernschild verlieren, aber das kann wirklich andere Teile verlieren. Und das wären in dem Fall die Teile, die keine Farbe haben. Bei der Version davor waren alle Farben lackiert, aber jetzt ist es verbuggt. Ihr, wir sind voll viele Sachen verbuggt, aber hier ist nochmal die Tippliste. Da seht ihr halt, was macht. Ihr könnt es pausieren, weil ich mach's jetzt weg. Aha, ich bin gemein. Und doch was auch da drei Kameraperspektiven und ihr könnt euch sogar umgucken. Das ist wirklich cool. Übrigens, der Tacho ist ebenfalls verbuggt, das war in der Version davor auch nicht. Also. Ja, aber trotzdem, das ist trotzdem mein Liebling. Und jetzt versuche ich da hochzukommen. Wenn ich es nicht schaffe. Ach ja, genau. Das Spiel ist übrigens kostenlos. Also holt es euch, solange es kostenlos ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr später irgendwann mal vielleicht einen Preis bekommen sollte. Schätzt mal für in naher Zukunft erst nicht, aber sicher ist sicher. Ich empfehle euch, das Spiel einfach jetzt zu holen, denn es verbraucht nur 17 MB, okay? Es ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Oh, hoffentlich ist es auch so richtig gesagt. Auf jeden Fall stand da bei Download 17 MB. Ich hoffe jetzt nicht, dass 7 oder Speicher dazu muss oder so. Auf jeden Fall hat das Spiel wirklich nicht viel weggenommen und mein Computer zieht das flüssig und mein Computer ist ein alter Computer. Das könnt ihr gleich daran sehen, wenn ich da oben diese Blöcke umfahre. Ich habe nämlich jetzt bei diesem Auto das erste Mal die Physik aktiviert und wenn ich die aktiviere, leckt das Spiel erstmal für die ersten 30 Sekunden, wenn ich ein Auto lade, also ja. Das war vorher nicht so. Und das Schild da unten, das ich ja vor umgefahren habe, das hat immer Physik und ist immer da. Ich weiß nicht warum, aber jetzt. Yeah, ist das schön. Physik ist auch übrigens ganz gut für eine Unity Engine. Yep. Hier seht ihr Schadensbilder und mein Vorderreifen ist jetzt offiziell der Fahrer. Gut. Ich bin gespannt, wie lange er da drin bleibt. Oh, und da ist auch weg. Guck mal, ich nehme Gepäck mit. Yay. Oh nein. Also, das ist ich. Ja. Und ja, ihr habt gesehen, ich bin da hochgekommen. Für die, die es nicht wussten und wie es geht, ich habe es euch soeben gezeigt. Und ich glaube, jetzt mache ich nochmal die ein oder anderen Jumps. Wenn ich zum Beispiel nochmal da reinfahre. Yeah, oh, guck mal, ja, ich habe schon wieder Gepäck. Yay, cool, ne? Ja, ich liebe Gepäck. Ich weiß, ich gehe mal campen. Und da nehme ich Gepäck immer gerne mit. Nein, ich mag kein Campen. Oh, okay, Rad. Tschüss. Ha, ist wieder da. Warte. Da, die rote Rampe. Oh, fuck. Ach,
den geht's gut. Den geht's gut. Ach, das habt ihr nicht gesehen. Okay. Oh, what? Versuch Nummer 2. Aber jetzt, nein, ja. Yeah. Man kommt hier 3 Looping am besten mit dieser Perspektive. Yeah, Nummer 1. Au. Yeah, Nummer 2. Ich bin der King, wisst ihr? Also, ja, hier könnt ihr, habt ihr nochmal einen schönen Überblick über die Map. Ich werde vielleicht ein paar Update-Videos machen darüber, weil ich mag das Spiel wirklich sehr. Und es tut mir leid, falls ich vielleicht irgendwelche Updates vermissen oder vergessen sollte. Die sind in der Seite auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auch angucken. Also entweder ihr könnt euch da an oder ihr könnt euch mit dem Video an. Mir egal. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Bye.